Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Eigentlich ist es heute ein Deezer Family Video, denn wir haben heute als Thema Deezer Tesla und dazu gehört natürlich diese Mama. Und hinter der Kamera steht heute Deezer Oscar. This Doggo ist, glaube ich, leider nicht da, ne? This Doggo hat leider Urlaub. Ja, es ist ein Familienvideo, denn es geht heute darum, dass wir seit ziemlich genau 4 Monaten dieses Model 3 haben und deswegen mal rekapitulieren wollen. Hat sich das für uns bewahrheitet, was wir uns vorgestellt haben? Was waren die großen Überraschungen? Mit was sind wir vielleicht nicht ganz so zufrieden? Warum diese Mama da deswegen unbedingt dabei sein muss, erfahrt ihr auch gleich. Für mich eine der größten Überraschungen ist, und da gehen wir mal kurz davor, wir sind in diesen 4 Monaten 11.559 Kilometer gefahren. Ich hatte mal so ein Video gemacht, wo ich mir ausgerechnet habe, was der kostet, und da bin ich von 18.000 Kilometern im Jahr ausgegangen. Das war nämlich das, was wir vorher mit unseren beiden vorigen Autos gefahren waren. Und jetzt zusammen. Mit zwei Autos und jetzt mit einem Auto in 4 Monaten 11.500 Kilometer. Die zweite große Überraschung ist, die meisten davon bin nicht ich gefahren, sondern du, ne? Ich habe das nicht ausgerechnet, aber es wäre sehr wahrscheinlich. Ich bin dieses Jahr in erster Linie 3.000 Kilometer mit meinem Rennrad gefahren und das bin ich nicht vor der Haustür gefahren, sondern das bin ich viel in der Schweiz gefahren. Du bist 3.000 Kilometer Rennrad gefahren? Ja, teilweise in Südfrankreich, in Italien, also in Südtirol, in Österreich und wie gesagt in der Schweiz. Und da muss ich ja überall immer erstmal hinkommen. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, haben sich die Sachen, warum wir dieses Auto gewählt haben, eigentlich bewahrheitet? Und eine der wichtigen Sachen war ja, dass hinten ein Rennrad und ein E-Piano reinpasst. Ich glaube, beides haben wir mannigfaltig und häufig schon eingeladen. Man merkt, es ist im Grunde von dieser Mama okkupiert. Wir haben hier die Tasche, also praktisch den Fahrradsarg, der liegt praktisch permanent hier drin. Du musst inzwischen, glaube ich, nur noch halb umklappen, richtig? Also ich klappe schon immer beide um, weil es viel einfacher ist einzuladen. Aber wir haben das ja mal getestet. Man könnte problemlos auch nur 2/3 umklappen und dann könnte man mit dem Rennrad und 3 Leuten im Auto auch noch irgendwo hinfahren. Und beim E-Piano ist es genauso. Kein Problem, bin schon zu vielen Anlässen damit gefahren. Hat wunderbar geklappt. Der zweite Grund, warum wir es gekauft haben, leise, sauber und schnell. Hat sich das bewahrheitet aus deiner Sicht? Ich habe den nicht wegen leise, sauber und schnell gekauft. Tatsächlich bin ich sehr positiv überrascht. Ich hatte am Anfang echt Schiss. Und jetzt muss ich schon wieder laden, weil jetzt habe ich nur noch 100 Kilometer. Inzwischen bin ich sehr entspannt und fahre ihn runter, sagen wir mal, bis auf 40, 50. Was nicht wirklich wenig ist. Was nicht wirklich wenig ist. Ich war letztens am Supercharger gestanden in der Nähe von Ingolstadt an der A9 und dann kam einer vorgefahren mit 0 Kilometern auf der Uhr. Mhm. Puh. Da habe ich ein Video gemacht vom E-Cannonball. Da haben wir ja gesehen, da mussten wir sogar mal einen aus der Autobahnausfahrt schieben, weil man kann sich dann auch offensichtlich verzocken. Aber also mit 50 Kilometern kommt man immer an. Du warst, und das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend, vielleicht auch als Erfahrung zu teilen, du warst ja in Frankreich, in Südfrankreich zum Fahrradfahren und hattest erst ein Auto gemietet. Genau, ich hatte mir ein Auto reserviert, einen Mietwagen reserviert, weil ich dachte, Südfrankreich, und dann komme ich da nicht an Supercharger und dann steht der da und dann weiß ich nicht genau, wie kann ich den laden und so. Und dann dachte ich, ey, jetzt stell dich nicht so an. Und es war total easy. Man muss natürlich ein bisschen planen. In Frankreich gibt es immer noch genügend Supercharger. Sie sind ein bisschen breiter gestreut. Vor allen Dingen, wenn man durch die Schweiz nach Frankreich fährt, da ist dann der Unterschied schon eklatant. Und die Stationen sind in der Regel sehr viel kleiner. Ich war an ein paar Stationen, die nur 4 Säulen hatten. Okay. Und das wird, wenn es mal mehr Teslas gibt, interessant werden. Also überhaupt dieses Planen, das ist sicherlich so auch aus meiner Sicht so eins der Learnings. Das wusste ich vorher, aber so genau dann auch nicht. Wir haben ja auch mal ein Video gemacht, wie wir nach Berlin gefahren sind. Und da haben wir das zum ersten Mal so richtig gemerkt. Man kann nicht einfach möglichst schnell von A nach B fahren. Ja, und man muss auch mal einen Umweg in Kauf nehmen. Und tatsächlich bin ich ja immer so eine, die sagt, jede Medaille hat 2 Seiten. Und natürlich muss ich öfter anhalten, als ich das jetzt mit einem Diesel muss, wo ich irgendwie 60 Liter Diesel reinkippe und dann kann ich da irgendwie 1000 Kilometer fahren. Ich bin immer so eine, die früher durchgepeitscht hat, irgendwie 4, 5, 6 Stunden, wenn es sein musste, am Stück mit dem Auto. Das kann ich mit dem hier nicht mehr. Und das ist auch richtig so, weil 2,5 Stunden reichen. Bei mir ist es ja sowieso so, das sage ich immer gerne, mein Auto hält viel länger durch als ich selber. Ich muss eh nach 2 Stunden Pipi. Für mich ist es wunderbar, wenn man alle 2, 2,5 Stunden 20 Minuten Pause machen muss. Und ich hatte dann in Südfrankreich noch ein Erlebnis, das war wirklich nett, dass ich ja am Mont Ventoux war. Ich bin im Mont Ventoux hochgeradelt und musste dann auf dem Rückweg nochmal auf jeden Fall tanken, stromen, laden. und die nächste Station war in Aix-en-Provence. Das war ein Umweg von 20 Kilometern.
Und dann denkst du dir, Umweg 20 Kilometer, was für eine Scheiße. Aber ich war in Aix-en-Provence und in dem Moment ist mir erst klar geworden, dass ich praktisch am Mittelmeer war. Und das hätte ich praktisch nicht erlebt, wenn ich nicht nach Aix-en-Provence gefahren wäre. Tja, wir können ja mal einsteigen und beim Fahren noch ein paar weitere Erfahrungen austauschen. Also abgesehen davon, dass ich es natürlich liebe, wie dieses Auto so leise und geräuschlos aus der Ausfahrt rausgeleitet. Jetzt haben wir natürlich viel Positives geredet. Wir können nachher auch nochmal zusammenfassend sagen. Aber was war so für dich so die größte negative Überraschung bei diesem Auto? Die größte negative Überraschung hatte ich jetzt kürzlich, wie ich das Auto auf einen Parkplatz abgestellt habe am Hotel. Und da war nicht mehr wahnsinnig viel Akku drin. Und ich wache am nächsten Morgen auf und gucke mal, wie geht es in meinem Auto. Und muss feststellen, dass er praktisch innerhalb von einem Tag 30 km/h verloren hat. Nicht km/h-Reichweite, sondern Kilometer-Reichweite. Da war ich dann doch ein bisschen erstaunt. Und das ist mir dann hinten raus, weil das Auto stand da 2 Tage. Da wurde ich echt ein bisschen nervös. Ja. Und da sind wir natürlich beim zweiten Thema, was vielleicht eine Überraschung war oder gewöhnungsbedürftig. Und das ist das Thema Service-Kommunikation. Erst habe ich natürlich mir alle Videos angeschaut, habe versucht, alle Störquellen zu beseitigen, wo Vampirstrom entstehen kann. Hat nichts genützt, nächste Nacht wieder. 1 km/h. Und ich meine, das ist ja wirklich viel, wenn man sich das ausrechnet. Ich habe das mal ganz grob überschlagen, sind das 350 Euro Stromkosten im Jahr. Und daraufhin habe ich eben dann in der App einen Servicetermin ausgemacht. Das funktioniert auch gut. Das heißt halt, in St. Gallen könnten Sie in 5 Tagen einen haben, in Winterthur in 2 Wochen und in Deutschland dann in 3 Monaten. Also habe ich den in St. Gallen gewählt. Und dann kommt auch eine SMS von dem St. Galler Tesla Service und sie haben dann durchgelesen, was ich geschrieben habe und die sagen dann, ja, das ist normal im Winter und so weiter und bla und blub, das beim Fahren, je nachdem nach Fahrweise und so weiter, so ein bisschen Standardantwort. Daraufhin habe ich geschrieben, ist mir alles bekannt, aber dieses Auto verbraucht ohne zu fahren 1 km/h Akku. Und daraufhin kam etwas, was ich auch gewöhnungsbedürftig fand. Das heißt, wenn dieses Auto ein Problem hätte, dann würde es das selbst diagnostizieren. Da es keine Diagnose stellt, hat das Auto nichts. Und wenn Sie es jetzt dennoch untersuchen lassen wollen, kostet es 350 Franken. Dann habe ich also nochmal nachgefragt und also nochmal die Zahlen genannt und dann habe ich die Antwort bekommen per SMS, dass 1 km/h Vampirstrom innerhalb der Toleranz ist. Und das finde ich wirklich unmöglich, weil man kann das Auto nirgendwo stehen lassen. Wenn ich jetzt eine Woche, keine Ahnung, nach Südtirol fahre und jeden Tag Fahrrad fahren gehe und das Auto eine Woche auf dem Hotelparkplatz stehen habe, dann ist hinterher mein Akku leer. Mhm. Und dann sehe ich echt alt aus. In Italien sehe ich echt alt aus. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir praktisch beim nächsten Software-Update dieses Problem nicht mehr haben und das ist natürlich Quatsch ist, dass es innerhalb der Toleranz ist, aber dass sie halt nicht sagen können, woran es liegt. Da werden jetzt wieder die Tesla-Hater werden wieder auftauchen. Ja. Warum regst du dich nicht auf? Okay, an der Stelle, jetzt rege ich mich mal auf. Ich finde das unmöglich. Kannst du dich auch mal... Ich finde es total unmöglich. Ja. Ich bin enttäuscht. Ja. So geht es nicht. Oskar, kannst du mal vielleicht auch mal kurz aufregen? Ja, siehst du? Also wir haben jetzt euch extra mal für euch aufgeregt und ansonsten hoffen wir jetzt aufs nächste Software-Update, dass wieder alles in Ordnung ist. Was ich so im praktischen Gebrauch ein bisschen gewöhnungsbedürftig empfunden habe, ich finde, wenn ich alleine fahre, dass halt alles mit diesem Display zu erledigen ist, da bin ich schon ein bisschen abgelenkt. Also wenn ich da immer drauf rumtippen soll oder so. Also ich bin dann froh, wenn ich möglichst wenig brauche. Da glaube ich, das kommt ein bisschen drauf an. Ich bin wahnsinnig viel alleine gefahren. Du bist viel mit dem Oscar gefahren. Mhm. Und das bedeutet, dass ich viel mehr Übung habe mit diesem Display. Ja, also mir geht's genau. Ich gebe dir recht, man muss, klar, wenn ich auf das Display gucke, kann ich nicht gleichzeitig auf die Straße gucken. Mhm. Aber inzwischen weiß ich auch, wo ich was finde. Und wenn ich irgendwas nicht finde, dann gucke ich halt, wenn ich das nächste Mal stehe, in Gottes Namen. Was ein bisschen was damit zu tun hat, ich hätte gerne, dass es eine intelligentere Sprachführung hat. Also das, man kann ja da aufs Knöpfchen drücken und was sagen. Vielleicht habe ich mich dann noch nicht ausreichend mit beschäftigt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da bessere Erfahrungen habt. Aber es gibt nicht viel, was ich dem Auto sagen kann, was es dann auch tut. Also ich hätte zum Beispiel es als sinnvoll empfunden, wenn ich sagen kann, puste mir die Windschutzscheibe frei, mach den Kofferraum auf, gerne auch spiel mir auf Spotify dieses und jenes Lied. Weiß nicht, ob es das intelligenter geht oder ob ich dazu blöd bin. Was mich tatsächlich auch noch ein bisschen stört an dem Auto, ist diese Nummer mit dem Tracking. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass ihr wisst, wo ich bin, aus welchen Gründen auch immer. Und ich will nicht,
dass Tesla weiß, wo ich bin, immer und immer. Ich will das abschalten können. Und von mir aus kann sich das ja beim nächsten Starten wieder anschalten. Mhm. Da praktisch eine Lösung finden, hier klicken, um Tracking auszuschalten. Fände ich irgendwie angenehm. Ich habe auch gerade jemandem das Model 3 gezeigt, der sich dafür interessiert. Und der sagte, boah, du hast ja schon 20 Leute, die auf deinen Referral Code dieses Auto gekauft haben. Und ich so, ups. Woher weißt du das? Ja, mit diesen ganzen Kilometern, ich glaube, wir haben jetzt im Moment 19.000 Kilometern, haben wir überlegt, ob diese Mama und ich nicht einfach mal die verbrauchen, indem wir zusammen auf Tour fahren, vom südlichsten zum nördlichsten Supercharger Europas. Ich hatte erst überlegt, ob man praktisch um die Außengrenzen Europas fährt. Ja. Dann habe ich festgestellt, dass es erstens tierisch weit ist und dass man zweitens mit Superchargern nicht um die Außengrenzen Europas fahren möchte. Da sind viele in Ausbau, Supercharger, aber noch nicht genug das Netz verbreitet. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren vom südlichsten. Ich weiß nicht mehr, wo ist der? Ich glaube Malaga, also Südspanien. Ja, genau, in Malaga. Von Malaga bis Norwegen, ganz hinter oben. Tupfingen, Norwegen, Polarkreis. Genau. Das wäre jetzt der Punkt, wo wir mal zusammenfassen könnten. Würden wir denn dieses Auto wieder kaufen, jetzt 4 Monate später? Ich auf der Stelle sofort. Keine Frage. Das hören wir doch gerne. Ich meine, wir haben uns sehr, sehr schwer getan mit der Entscheidung, haben uns sehr lange damit beschäftigt. Mir geht es genauso. Ich kann mir im Moment kein besseres Auto vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Volkswagen mit der ID3-Serie dann ein bisschen aufholt und dass es da ein Vorteil sein kann für viele, dass man das Gefühl hat, man kann zu einem Händler hingehen. Das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Aber ansonsten, ich würde jederzeit dieses Auto wieder kaufen. Vor allem auch genau dieses Auto, dieses Long Range mit nur einem Motor hinten. Das ist schon eine coole Geschichte. Und die Reichweite. Und ja, das verdanken wir der Community und natürlich diese Mama, die das letztendlich sogar bezahlt hat. Ich habe gesagt, ich will das haben. Ich die zusätzliche das. Reichweite. Das ist unser kleiner Review gewesen. 4 Monate Model 3. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ihr selber über das Model 3 denkt, welches Auto ihr euch vielleicht selber kaufen möchtet. Was ihr noch wissen wollt von uns. Auf jeden Fall. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.